herzlich willkommen im Shop von Ambadoc. Heute zeigen wir Ihnen, wie man richtig die Kettenlänge ermittelt. Man braucht natürlich einen Hund. Den haben wir hier, unsere Dogge. Und einen Maßband, was Sie so zu Hause finden. So, der Hund muss unbedingt sitzen, nicht stehen, nicht liegen oder wie immer, weil dann tun wir uns doch vermessen. Man legt man Hals, das Maßband um den Hals rum. Bitte nicht. Jetzt will er natürlich nicht, aber das gehört dazu. Komm her. Hier oben schauen. So. Nicht hier oben, nicht hier unten, sondern in der Mitte vom Hals. Und so umlegen, dass ein Finger. Das will er gar nicht. Jetzt wollen wir mal gucken. Aber ist fein. Dass hier ein Finger dazwischen Platz hat. Beim Langhaarhunde müssen es zwei Finger durchgehen. So, und wenn wir die Länge haben, wir haben jetzt momentan 52, die ist ja ziemlich klein gerade, unsere Dogge. Haben wir jetzt 52 cm Kette. Sie ist mit einem Schraubverschluss versehen und es ist wichtig, dass die Kette nicht über den Kopf geht. Also, weil ist die Gefahr sehr groß, dass sie verloren geht. Dann legen wir um. Schrauben wir zu. Bitte darauf achten, dass sie fest zu ist. So, man legt um und dann haben wir perfekte Kette. Ne? Viel Spaß beim Shoppen.